Hallo und herzlich willkommen zu Part 22 von Wind Waker HD, Legend of Zelda. Wir kraxeln da jetzt mal rein. Du nimmst mal nicht persönlich. Um an den Schatz ranzukommen, brauchen wir nun mal Bomben, kapiert? Naja, kannst es aber auch als gerechte Strafe für deine üble Halsabschneiderei ansehen. Krumme Geschäfte mit Piraten machen wollen, mein Lieber, da brauchst du dich gar nicht so zu wundern, genau. Aber alle Achtung, dass du diesem eingebildeten Postvogel diese Information entlocken konntest. Hä? Ach das. Schon als ich diesen kleinen Jazz, oder wie der hieß, das erste Mal sah, da war mir klar, dass auf Präludien irgendwas versteckt sein muss. Deswegen tat ich auch so, als wäre ich mächtig besorgt um den Bengel, als wir dem Postboten begegnet sind. Tja, und da hat er dann eben gezwitschert wie eine Nachtigall. Einfach famos, Gonzo. Zumindest was das anbelangt, hast du echt ein Gespür fürs Detail. Naja, man könnte aber auch sagen, du bist ganz und gar durchtrieben. Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit... Wenn du mit all deiner Durchtriebenheit und Captain Tetra mit all jeder Schleue einander heiraten würdet, dann wärt ihr zwei das dynamische Duo und wir alle zusammen die glorreichen Sieben des Weltmeeres. Wir könnten die größten Piraten aller Zeiten werden. Laberkopf, ich werd ja noch ganz rot bei dem Gedanken. Red keinen solchen Unsinn. Hast du das gehört, Captain Tetra? Was sagst du dazu? Über den Witz kann ich nur müde lachen, lächeln. Und jetzt hört endlich auf, hier Faxen zu machen und ladet die Bomben ein. Sobald sie auf dem Schiff sind, setzen wir Kurs auf Präludien. Was? Ist das dein Ernst, Captain? Aber wir waren doch schon so lange in keiner Stadt mehr. Warum schlagen wir uns heute nicht ordentlich den Bauch voll und fahren erst morgen früh los? Komm schon. Also mir wäre das ja egal, ich stimme dir natürlich immer zu, Captain. Aber die anderen haben sich schon so drauf gefreut und es bricht mir das Herz, sie enttäuschend zu sehen. Weißt du? Komm schon. Lass uns erst morgen früh auslaufen, na? Was sagst du? Der Schatz läuft uns schon nicht davon. Ich spreche doch für euch, wenn ich das so sage, oder Männer? Stille. Bei euch ist wohl wirklich Hopfen und Malz verloren, was? Ihr habt doch auch diese verwüstete Insel gesehen, oder etwa nicht? Wenn wir uns nicht beeilen, dann wird Präludien noch das gleiche Schicksal ereilen. Nanu? Irgendwie klingt das ja beinahe so, als wäre dir mehr am Wohl dieser Insel gelegen als an dem Schatz, Captain. Was sind das hier für Unterstellungen? An diesem schnöden Eiland interessiert mich natürlich nur der Schatz. Also meinetwegen, wir fahren erst morgen früh zu dieser Insel. Aber wenn ich morgen früh sage, dann meine ich auch morgen früh, wie einer von euch verschleppt. Ei, ei. Ach, Captain, wie lautet gleich nochmal die heutige Parole? Hast du das etwa schon wieder vergessen, Mokko? Du bist echt die Höhe, Mann. Die heutige Parole lautet Schlund. Wenn du ihm nicht richtig antwortest, dann lässt dich Nico draußen versauern. Der lässt bei sowas nämlich nicht mit sich reden. Da ist er stur wie ein Bock. Also noch einmal zum Mitschreiben. Schuld. Die heutige Parole lautet Schlund. Klar. Wieso habe ich Schuld gesagt? Schlund. Genau. Mein Gott, da ist nichts drin, oder was? Jetzt hole ich mir auch erstmal die Bombe. Kann ich mir die nicht holen? Ich raub ihn jetzt erstmal aus. Nein, ich raub ihn natürlich nicht aus. Nein. Sonst mache ich nicht. Ich doch nicht. Kann ich da drauf klettern? Nein. So. Toll.
könnte ich eigentlich. Ach so, das geht ja von hier aus nicht. Komm ich da? Aber. Kann ich das nicht? Nein, kann ich nicht. Schade. Soll ich denn dann da hochkommen? Kann ich mit dem nicht quatschen? Ich würde gern. Wieso kann ich mir da nicht einfach die Bomben nehmen? Mann. Das ist ja nervig. Jetzt muss ich da echt rein. Muss ich denn ihren Dings klauen? Ich weiß noch nicht, ob die. Sind die in ihrem Schiff? Oder auf ihrem Schiff? Oder sind die. Die sind vermutlich nicht auf ihrem Schiff, oder? Obwohl. Ja, das Grund hat Schätze im Schlund. Haha, von wegen. Glaubst du, ich bin von vorgestern? Ja, das Grund hat Schätze im. Hä? Aber. Schlunde, oder? Probieren wir es aus. Oh oh. Hä, aber das war doch das Ding. Die Parole. Das war sie hundertprozentig. Ich bin noch nicht. Bin nicht blöd. Das war sie doch, oder? Schlund. Deswegen habe ich Schuld gelesen. Naja, das werden wir gleich rausfinden. Ich weiß ja, wo sich die Herrschaften verstecken. Wegen geschlossener Piratengesellschaft heute leider nur für geladene Gäste. Will der mich verarschen? Kann nicht sein, oder? Bin ich jetzt doof? Ich schaue jetzt einfach nochmal nach. Jetzt springe ich erstmal wieder aufs Schiff. Verarscht mich doch. Die haben doch hundertprozentig Schlund gesagt, oder? Schon bin ich wieder da. Und wir hatten es schon richtig, aber es ist alles Großbuchstaben. Es sind alles Großbuchstaben. So, jetzt aber. Okay, darfst reinkommen. Toll. Die sind ja witzig. Da hätte ich aber auch so drauf kommen können. Jetzt gehen wir erstmal in die Kajüte vom Chef, weil da darf nämlich sonst niemand rein. Die hat echt ein Ding von mir, ein Plakat. Soll ich da noch irgendwas sagen? Stalkerin. Und zwar übelst. Jazz, was machst du denn hier, Jazz? Du bist also am Leben. Die anderen haben gesagt, ich hätte dieser Riesenvogel in der verwunschenen Bastion gefressen, aber du lebst ja. Alles klar, verstehe schon. Du hast mich vermisst, stimmt's? Wusste gar nicht, dass du es so sehr genießt, mein Untermatrose zu sein. Seit du weg bist, bin ich natürlich ich wieder das Schlusslicht der Rangliste hier an Bord. Daher muss ich auch hier Wache schieben, wie du siehst. Das ist gemein, die anderen schlagen sich jetzt im Portemonnaie kräftig die Bäuche voll. Aber wenn du schon extra wegen mir zurückgekommen bist, muss ich dich natürlich auch bei Laune halten. Gut, lass uns gleich den altbewährten Test machen. Allerdings diesmal etwas schwieriger als beim letzten Mal. Du wirst dich also schon reinhängeln müssen.
Wie auch schon beim letzten Mal hängen von der Decke ein paar Lampen runter. Siehst du sie? Beim letzten Mal gab es aber diese Plattformen, die hochgefahren kamen, nachdem du den Schalter da betätigt hast. Die gibt's diesmal nicht. Im Klartext heißt das, du musst also von Seil zu Seil springen, kapiert? Außerdem habe ich im Ziel ein Fallgitter angebracht. Das Fallgitter fährt durch Betätigen des Schalters zwar hoch, aber fällt runter, sobald das Zeitlimit verstrichen ist. Und dann heißt es leider auf ein neues. Der Schalter zum Hochfahren des Fallgitters ist da, wo der andere beim letzten Mal auch war, also steigt drauf. Wir kriegen Bomben, wenn wir es schaffen. Jetzt muss ich mir nur ganz kurz überlegen. Okay, ich weiß es. Hoffentlich. Einmal noch und dann springen wir ab. Eigentlich könnte ich auch einfach rüberfliegen, aber das geht ja leider im Raum nicht. Was ich überhaupt nicht verstehe. Das war knapp, Leute. Das war so knapp. Hin, hier, hin, hier. Komm schon. Eins noch. Hin und her. Tada! Was? Das hast du auch so schnell geschafft? Du bist echt der Wahnsinn. Oh Mann, die Nummer hab noch nicht mal ich selber geschafft. Weil für ihn war das anscheinend kein Problem. Was wohl aufliegt, wenn ich ihm das wieder einfach so gebe? Ach was. Gut, du kannst die Bomben haben, wir die nicht. Aber erzähl bloß den anderen nichts davon. Kapiert? Versprich es mir, okay? Okay, Nico, mach ich. Danke. Und wir kriegen Bomben, meine lieben Mitgucker. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist echt genial. Wir haben Bomben erhalten. Jawohl. Ganz schön mutig, sich am Eigentum von Piraten zu bedienen. Ich bin erstaunt, dass du dieses Inferno im Turm heil überstanden hast. So wie es aussieht, hast du deine Schwester also noch nicht gerettet. Aber du bist schon wirklich ein leichtsinniges Kerlchen. Du hattest Glück, weil Nico Wache schob. Wäre es einer der anderen gewesen, hätte er dich sofort Kiel holen lassen. Aber lassen wir das. Was hast du mit den Bomben vor? Sag bloß, du bist auch hinter Jabus Schatz her. Jabu hält sich nämlich gerade in einer Höhle auf der Rückseite deiner Heimatinsel versteckt. Aber der Eingang wird dummerweise von einer großen Steinplatte versperrt, die man erstmal kaputt machen muss, bevor man ins Innere gelangen kann. Wir werden die Nacht hier in der Stadt verbringen und mal wieder so richtig gut schlemmeln und zechen. Und morgen früh brechen wir dann nach Präludien auf. Wenn du die Sache mit Jabu also heute Nacht erledigst, dann geht diese Runde meinetwegen an dich. Vertrödelst du aber die Nacht, dann nehmen wir uns morgen früh der Sache an, klar? Beeil dich also lieber. Okay. Der ist total. So, ich raub sie jetzt nicht nur so aus, sondern auch so. Die haben bestimmt da noch was drin. Ha, ich wusste es. Aber nicht so viel Münzen, wie ich erwartet hatte. Das ist traurig. Eigentlich könnte ich meine Bombe schmeißen. Achso, das geht ja hier nicht. Okay, hier braucht man das Zeug nicht einsammeln, weil es dauert ewig. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage,
ob ich noch ein bisschen Zeit habe, um die zu verbringen. Und es gibt hier wahrscheinlich eh nichts. Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Ihre Teddyhändler geben bekannt. So eine Chance kommt nur einmal alle halbe Jahre. Wir führen jetzt auch ganz neue Bomben in unserem Sortiment. Bla bla bla. Toll. Ich habe eine Teddykarte erhalten. Damit kann ich alle Teddyhändler angucken. Das ist toll. Wisst ihr was? Dann reisen wir jetzt einfach nach Preludien. Ja, natürlich. Gut, das scheint. Du scheinst bereit zu sein. Wenn auf das Wort dieses Mädchens Verlass ist, dann werden die Piraten nicht vom Morgengrauen in See stechen. Solange hast du also Zeit, den großen Jabu zu treffen und von ihm den Diamant in Empfang zu nehmen. Los, Jess, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay, Preludien ist ja da unten. Stellt sich mir natürlich die Frage, ob ich nach oben schwimmen kann und dann... Das würde vermutlich nicht gehen. Weil das hat ja vorher auch nicht funktioniert. Was ich total doof finde. Weil das sonst auch immer funktioniert hat. Zumindest immer im Kopf. Ich dachte immer, dass es funktioniert hat. Wird doch eh nicht Tag. Hundertprozentig nicht. Das war ja klar. Der schwimmt jetzt einfach so vor mir. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, wir können jetzt mit der Bombe aufschießen. Und zwar vom Boot aus. Ihr seht oben links. Das sind alles die Sachen, die man vom Boot aus auch nutzen kann. Oh, ich wollte mit dem Typen von Port Moni quatschen, damit der mir eine farbige Ding macht. Ach man. Das ist blöd. Geh weg. Und er hat mich erwischt. Ich glaube, das mache ich mal mit einem Schnelldurchlauf.
wenn ich es nicht schon gemacht habe. Da könnten wir jetzt theoretisch schon rein, aber das mache ich jetzt nicht. Direkt drauf. Wie lange verfolgt er mich jetzt noch? So, jetzt sind wir gleich da. Mal kurz die Windrichtung etwas verändern. So, jetzt. Wir sehen Präludien schon vor uns. Das ist ja schon mal was. Der kann es nicht lassen. Und noch einer. Und noch einer. Und jetzt sind sie alle drei auf einmal weg. Ganz logisch. Und jetzt kommt er wieder. Jetzt sind wir da. Tada! Jazz, hast du es auch schon bemerkt? Seit wir Fuß auf Echthus gesetzt haben, das von Ungeheuern angegriffen wurde, scheint die Zeit still zu stehen und die Nacht nicht zu Ende gehen zu wollen. Ist das vielleicht der Fluch, von dem Balu sprach? Ein Vorteil hat das Ganze zumindest im Moment. Wenn der Morgen nicht dämmert, müssen wir auch keine Angst haben, die Piraten könnten uns zuvorkommen. Du bist seit langem wieder auf deiner Heimatinsel, vielleicht solltest du diese Gelegenheit auch dazu nutzen, wieder einmal deine Liebsten zu sehen. Zeit für Jabu bleibt danach immer noch genug. Das könnte wahr sein. Oh, wie hat der, was hat der für eine Stimme gehabt? Oh, Jazz, dir geht es also gut. Warum hast du mir die Sache mit Ade verschwiegen? Es war sehr töricht von dir, einfach loszuziehen. Kaum warst du weg, schon hat sich unsere friedliche Insel in einen gefährlichen Ort verwandelt. Aber eines zumindest freut mich, nämlich zu sehen, dass du auf deinen Reisen stärker geworden zu sein scheinst. Es muss sich wohl einiges zugetragen haben. Du wirkst so anders, so gereift. Gut, lass uns gleich die Gelegenheit für eine Übungsstunde ergreifen. Ich brenne darauf zu sehen, wie stark du inzwischen geworden bist. Dann sei gewappnet, mein Lieber. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber verglichen mit mir bist du immer noch ein absoluter Anfänger, Junge. Na schön, versuche mich 100-mal zu treffen, bevor ich die 3-mal treffe. Yeah!
weiß nicht, ob ich das schaffe. Alter, ich bin ausgewichen, Mann. Das ist mies. Hey, ich hab's 100-mal geschafft. Das ist 100%ig einfacher als bei GameCube, weil ich kann mich noch erinnern, dass mich das mega zerstört hat. Dass ich das nicht geschafft habe, glaube ich. Also ich weiß es nicht mehr, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. 118 Treffer. Nicht schlecht, du bist besser geworden. Ich sehe schon, ich sollte dich nicht mehr wie einen absoluten Anfänger behandeln, damit tue ich dir wohl Unrecht. Gut, ab jetzt nenne ich dich Grünschnabel. Grünschnabel, viel ist es nicht, aber nimm es. Yay, ein violetter Rubin. Okay, vielleicht wird er auch mit der Zeit schwieriger. Schwieriger, oder? Schwieriger gibt's gar nicht. Möchtest du etwas darüber erfahren? Dir darüber zu erzählen, ist es noch zu früh, aber solltest du 10 Ritterwappen gesammelt haben, so bring sie zu mir, dann erzähle ich dir, was es mit ihnen auf sich hat. Nun ja, 10 Stück in seinen Besitz zu bekommen, ist jedoch wahrlich kein Kinderspiel. Ach, die wieder. Vielleicht wird's aber mit der Zeit echt schwieriger. Und ich habe nur noch das im Kopf. Wie schwer das war. Schau an, wie groß die Schweinchen sind. Und es ist nur noch eins hier drin. Wo sind denn die anderen? Will ich das überhaupt wissen? Jazz, schön, dass du zurück bist. Seit du von hier weg bist, ist viel passiert. Unsere Insel ist nachts ein unsicherer Ort geworden. Geh lieber schnell nach Hause. Komm doch morgen wieder vorbei, wenn es hell ist. Jazz, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Es wird aber eine Riesenüberraschung für meine Jungs, wenn sie hören, dass du wieder da bist. Oh mein Gott, ich will es gar nicht. Ich will gar nicht, dass sie wissen, dass ich wieder da bin. So, dann gehen wir halt zu Omi, weil alle das unbedingt wollen. Hallo Omi. Oh, weh. Jess. Achso, stimmt, die hat ja so nicht den Adel. Bitte, du darfst nicht fortgehen. Lass deine Großmutter nicht allein. Ich bin doch da, Oma. Wach doch mal wieder auf. Nee, da oben ist leider auch nichts. Gut, dann hat sich das mit der Omi auch erledigt. Jetzt würde ich mal behaupten, wir gehen mal kurz zur Fee. Bevor wir zur Fee gehen. Hören wir jetzt aber auf. Ha, das machen wir im nächsten Part. Like, kommentiert, abonniert. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.